Thank you.
Hintergrund habe ich ein paar Schwarzbusch-Seisig, die von Peter Wahl erworben haben. Sie haben eben 5 ausgeflogene Jungvögel. Thank you.
Thank you.
Junge dann. Mhm. Zwei Junge dann. Genau. Vier Junge. Vollgepult von denen. Seid auch schlecht. Ein bisschen. Drei Junge. Drei, ja. Das erste Mal fünf und das zweite Mal drei. Die Junge, die sind auch Junge. Wo? Ja, das finde ich so selber. Von selber gut. Und wenn das jetzt Horn. Ja, auch Italiener, was heute hat. Italiener ist gut. Mhm. Gut. Da ist jetzt ein bisschen ruhiger wie draußen. Mit den anderen Richtungen, da ist da. Fünf? Ja. Und ist dann die volle? Ja. Der Fahrzeug, ja. Wenn man es hat, zu machen. Die Frau. Das Brüchle. Mach mal Siesta. Mach mal auf, ey. Ja. Hauptsache die Fuchte drin. Ja. Ja. Ja, schwarz. Ach, Magel, ne? Magel. Ich muss vorne die Dings kleine Kiste. Magel sein. Schwer. Schaube, da habe ich schon schwer drin, oder? Ja. Und ein Zweifel sitzt da so, oder? Ah ja. Also echt spitze Hände dann. Wie ich letztes Jahr gesehen habe und jetzt wieder. Ich
so sieht er schon. Kontrast vom Schwarz mit dem Gelb. Ja. Ist einer. Und so ist ja das noch funktionieren, gell? Ja. Schöner Latz. Ich bin sogar von der Weltmeister fertig. Sieht aus wie ein Weltmeister. Bin wahrscheinlich wieder die Methode mal wieder zur Ausstellung stattfinden könnte. Ja. Die Welt nehmen wir als Verlichterpiefel hinter ja. Dem Kopf, gell? Ja, ja. Das war bei mir auch ein Ölmeidlitz, so. Ja, die Wellen, die sind so ziemlich aus dem Rechnen. Aber trotzdem sind sie gut verstanden, weißt du? Ja, ja. Wenn du nie was gesehen hast, weißt du? Und verhalten sich eigentlich richtig gut, wenn man ja. Und Herr Schwager hat alle Hähne gut verdient. Das sieht schon lustig aus, da natürlich. Die Junge, wie zum Beispiel die ausgefahren sind. Ja. Das erinnert mich an den Verein, mit seine Maske zu riesig. Genau. Gell? Mhm. So schöne Träge, oder? Thank you.
ist, oder? Kaputt. Kaputt. Wahrscheinlich oder Iblis. Nicht schlecht kriegt, da gibt es ja schwarze Zähne, oder? Ja. Oder? Das ist ja so traurig eigentlich. Ah ja, richtig. Männer sind immer so rotfarben, so rotbraun. So. Ja, denn wenn sie frisch ausgeflogen sind, immer recht zutraulich, ein paar Tage. Das ist bei den Schwarzbusch, wenn die Fisch ja, alles so, ja. Interessant. Sechs von der ersten Pose, zwei von der zweiten. Dann nehmen wir das Rotfieder, das ist so klar, weißt du, ohne irgendwie Farbewolke drin, gell? Ja, doch, die Farbe so rein gehalten, ja. Richtig reine Farbe. Ne? Aber echt nicht schlecht. Das Weibel ist von dir, oder? Das Weibel ist von mir. Aha, Topfhägel. Aha. Komisch schau, gell? Kennt mich nicht so. Das ist es, guckt es euch. Kunststoff ist fast ein Unterschied zum echten. Okay. Ich bin schwarz Kunststoff.
Schwänzchen. Wo kommst du dein Figuré her? Ach, ich kaufe meistens beim Penny, aber hauptsächlich mal in Deutsche. Wir können andere nicht. Da gibt es schon Unterschiede, richtig. Ja gut, das, der da hat er wieder, der ist ganz schlecht da. Der hat schon braune Spitze, ich weiß nicht warum. Liegt es an der Lagerung und Kühlung oder weiß ich was. Okay. Und die haben so richtig schön eigentlich. Die alte hinterher, oder? Ja. Aber das sieht man zum Besten, das ist ein bisschen weit im Flügel, kein Problem für den Vogel. Fünf Jungen, drei Jungen, also. Ja, ja. Die gefällt sich. Aber der versteht doch nichts. Ich hoffe doch. Von Schörung noch. Hoflattich blüht bereits schon ab Februar. Die halbreifen Samen kann man bis April sammeln.
Hier wurden halbreife Samen den Gelbauchzeisigen angeboten. Vogelmiere gibt es beinahe das ganze Jahr. Die Blätter sind ein begehrtes Grünfutter. Die halbreifen Samen sind ein begehrtes Aufzuchtfutter für Kürbisse und Zeisige. Hier einige Bilder von Alario-Girlitzen und Damar Alario bei der Aufnahme von halbreifer Vogelmiere. Löwenzahn, die beliebteste Futterpflanze, die es überhaupt gibt. Löwenzahn ist eine begehrte Grünfutterpflanze. Halbreifer Samen ist für die jungen Aufzucht unentbehrlich. Neben pflanzlichem Eiweiß enthält Löwenzahn auch ab und zu tierisches Eiweiß. Die Bilder zeigen dies. Löwenzahn wird beinahe in allen Reifenstadien gefressen. Hier einige Bilder von Damar Alario und Gelbauchzeisig bei der Aufnahme von Löwenzahn. Wiesenpiphauer wird vorzugsweise von Schwarzbrustzeisigen gerne gefressen. Hirtentäschel, ein beliebtes Futter für Girlitze und Zeisige. Damar Alario und Alario Girlitz bei der Aufnahme von Hirtentäschel. Die Kornblume ist bei Finkenvögeln beliebt.
Halbreife Wegwarte ist bei Zeisigen sehr beliebt. Reiskraut wird von Zeisigen sehr gerne aufgenommen. Halbreifer Brennnesselsamen ist ein beliebtes Futter bei Mexiko-Zeisigen. Fuchsschwanz, ein beliebtes Zeisigfutter. Ebenfalls wird Spitzwägerich und Mittlerer Wägerich von den Zeisigen sehr gerne gefressen. Thank you.
breitwegerig im reifen Zustand ein sehr begehrtes Gerlitzfutter. Ackersenf im halbreifen Zustand ein begehrtes Aufzuchtfutter für heimische Finken. Raps ein begehrtes Futter für Zeisige und Gerlitze. Hier die Rapsblüte. Halbreifer Rapssamen. Die Königskerze wird im halbreifen Zustand nicht so gerne genommen wie die Nachtkerze. Thank you.
Weise ein begehrtes Aufzuchtfutter. Die Bilder zeigen dies. Maskendompfaffjunge werden mit halbreifen Nachtkerzensamen gefüttert. Schwarzbuschzeisige und Jarellzeisige bei der Aufnahme von Nachtkerzensamen. Nachtkerzensamen tiefgefroren. Mädesüß, eine hervorragende Futterpflanze. Die Blüte. Mädesüßsamen halbreif. Reifer Mädesüß. Hier wird halbreife Mädesüß verabreicht. Jarellzeisige bei der Aufnahme von Mädesüßsamen. Melde ein begehrtes Gerlitzfutter. Sauerampfer und krauser Ampfer, ein begehrtes Futter für Gerlitze und Zeisige.
Mario Gerlitze bei der Aufnahme von Sauerampfer. Hier der Maralario bei der Aufnahme von Grauser Ampfer. Beifuß, eine begehrte Futterpflanze. Wird im reifen Zustand sehr gerne von den Finkenvögeln aufgenommen. Knollgras, ein hervorragendes Gerlitz- und Zeisigfutter. Sonnenblumen, ein begehrtes Futter für Gimpel. Die knollige Sonnenblume eignet sich besonders für Zeisige. Sonnenblume tiefgefroren. Sonnenhut wird als Grünfutterpflanze angeboten.
Hühnerse eignen sich besonders für Kanarien. Schnöterich eignet sich besonders für Gimpel. Vergiss mal nicht ein geeignetes Gerlitzfutter. Storchschnabel wird besonders von Dompfaffen gern aufgenommen. Die Kohlkratzdistel wird besonders vom Steglitzkern aufgesucht. Die Gänsedistel wird besonders von ausländischen Zeisigern gern aufgenommen. Die wilde Karre, ein beliebtes Steglitzfutter. Die Sumpfkratzdistel wird ebenfalls vom Steglitz gern aufgesucht. Die Ackerkratzdistel wird nur von dickschnäbligen Finken aufgenommen. Der Stachellattich wird gern vom Steglitz und Bluthänfling gern aufgenommen.
Goldrute wird gern von den Waldvögeln aufgenommen. Reinfahren eignet sich nur im reifen Zustand, besonders für Zeisige. Die Rheinfarnblüte. Reifer Rheinfarn. Rheinfarn von Jarlzeisigen gern gefressen. Seit Jahrzehnten gefriere ich halbreife Kolben und Silberhirse ein. Die Hirse dient als Aufzuchtfutter für Zeisige und Gerlitze. Albrecht Reuter baut die Hirsearten auf riesigen Feldern an. Hier zeigt mir Albrecht Reuter halbreife Silberhirse. Und hier halbreife Kolbenhirse. Sorghumhirse, bestens geeignet für Exoten. Und zum Schluss noch einige Bilder von Karyoliden bei der Aufnahme von Futterpflanzen.